gibst den Mord in Auftrag. Du bist indirekt für Gewalt verantwortlich. Ich möchte keinen Tipp von Menschen, die noch schuld daran sind, dass ich diesen Aktivismus machen muss. Wie kannst du es rechtfertigen, noch nicht vegan zu sein? Aber wenn du dann nicht nach deiner eigenen Moral handelst, dann bist du ja eigentlich ein Heuchler. Statt uns zu erzählen, wie hochqualitativ dein Tier im Schlachthof verreckt ist. Solange du nicht vegan bist, bist du eine Tierschänderin. Ja Leute, heute geht es wohl um die polarisierendste Tierschutzaktivistin auf TikTok namens die militante Veganerin. Wie ihr gerade im Intro gesehen habt, geht es heute um ihren direkten Aktivismus bis hin zu Handgreiflichkeiten gegen sie. Und in meinem Video möchte ich einfach mal aufzeigen, wie ich zu ihrem Aktivismus stehe, ob ich es gut finde, was sie macht, oder ob ich mir auf den Schreck erstmal ein Schweinenackensteak verdrücke. Seid demnach definitiv gespannt. Nee. Erstmal zu ihrer Person. Ihr Name ist Raffaela. Sie selbst meinte in ihren Videos, dass sie eine Ärztin sei, die derzeit ihren Job pausiert, um dem Aktivismus voll und ganz nachzugehen. Sie finanziert sich demnach durch Spendengelder, durch YouTube, vielleicht auch durch TikTok-Einnahmen, das weiß ich jetzt nicht genau. Und mittlerweile ist sie auf TikTok eine wirklich unglaubliche Größe. Denn mit gerade einmal 135.000 Followern erreicht sie mit ihren Videos zwischen 800.000 und 5,1 Millionen Aufrufe. Also das sind Werte, die wirklich unglaublich krass sind für ihre Größe. Und genau deshalb wird ihr Kanal momentan richtig heiß diskutiert. Zum einen gibt es die Seite, die es wirklich sehr gut findet, dass sie ganz offen und direkt die Probleme der Massentierhaltung bespricht und aktiv zu den Menschen geht. Dann gibt es Menschen, die auf ihre Argumentation erstmal eine Wiener verdrücken. Und dann gibt es Menschen, die ihre Punkte definitiv nachvollziehen können, aber ihre sehr extreme Herangehensweise nicht so gut finden. Und im Laufe des Videos wird sich herauskristallisieren, auf welcher Seite ich eigentlich stehe. Und deshalb beginnen wir erstmal damit, dass diese Frau auf offener Straße fremde Menschen anspricht, um sie mit dem Thema Veganismus zu konfrontieren. Hierbei möchte sie ganz hart und auch direkt sagen, was mit den Tieren in den Schlachthäusern passiert, wie schlimm die Milchindustrie vorgeht und wie unnormal mit solchen Tieren umgegangen wird, vor allem in der Massentierhaltung. Und auffällig ist dabei leider, dass Raffaela immer wieder sehr emotional wird, anstatt ausschließlich konstruktiv und faktenbasiert zu argumentieren. Und deshalb wird sie von vielen Menschen ernsthaft gehasst, beleidigt und auch teilweise geschlagen. Und das geht teilweise natürlich gar nicht, aber wir schauen uns gleich mal an, was sie alles so sagt und was man definitiv kritisieren darf. Kommen wir deshalb zum ersten Video, bei dem sie definitiv viel zu stark übertreibt. Hierbei geht es darum, dass Fans sie angesprochen haben und ein Bild von ihr wollten und eine Person meinte, dass sie Vegetarierin mittlerweile ist. Doch dieser erste Schritt zur Vegetarierin reichte der Aktivistin nicht, weshalb sie direkt auf eine sehr harte Konfrontation ging. Bist du schon vegan? Ja. Und seid ihr schon vegan? Ich bin erst vegetarisch. Okay, und warum bist du vegetarisch geworden? Unmoralisch. Unmoralisch, ja. Und glaubst du, Milch und Käse sind moralisch? Warum sollte ein Bauer sich seine Milchkuh erhalten, wenn sie wirtschaftlich nicht mehr profitabel ist, aber er noch Geld dafür bekommen würde, wenn man sie zu Fleisch verarbeitet? Selbst wenn sie erst am Ende getötet wird, ist es ja vorher trotzdem ein Zyklus der Gewalt. Weil warum macht denn eine Mutter Milch für ihr Baby? Wird diese Kuh durch Menschenhand penetriert, vorher wird ein Bulle abmoderiert, damit sie dann schwanger wird, damit wir das Kind wegnehmen, weil sonst die Milch trinken wird. Das ist fast schlimmer, die vegetarische Industrie, als wenn du nur Fleisch isst, weil die Tiere länger leiden, bis sie schließlich das gleiche Schicksal erleiden. Ich finde es schön, dass du was ändern möchtest, aber ich versuche dir klarzumachen, dass es eigentlich noch nichts geändert hat. Ein kleiner Anfang ist besser als kein. Natürlich ist ein kleiner Anfang besser als jemand, der gar nicht bereit ist, sich zu verändern. Aber wenn du sagst, du bist gegen Gewalt an Tieren und für Tierrechte, dann funktioniert das nicht, wenn du nur vegetarisch bist. Wenn man das nicht weiß, kann man ja auch nichts ändern. Deswegen sage ich das den Leuten ganz klar, solange du nicht vegan bist, bist du eine Tierschänderin. Und du kannst das von heute auf morgen beenden, ganz einfach. In deinem Namen muss das nicht mehr passieren. An der Stelle muss ich wirklich sagen, ihr fehlt halt hierbei sämtliches Fingerspitzengefühl, dass sie einem nicht direkt vor den Kopf stößt. Die Punkte, die sie hier anspricht, die sind nämlich sogar richtig. Denn in der Massentierhaltung geht es wirklich richtig schlimm vor. Also was den Tieren dort ernsthaft angetan wird, das können sich die meisten Menschen nicht mal ausmalen. Jedoch ist es nun mal nicht einfach, von heute auf morgen direkt vegan zu leben und diese Menschen dann auch noch als Tierschänder zu bezeichnen, die sich schon ändern wollen, stößt bei vielen Menschen selbstverständlicherweise auf Unverständnis. Und das kann ich traurigerweise definitiv nachvollziehen, weil diese Methode schon ziemlich hart ist. Denn anstatt ausschließlich faktenbasiert zu argumentieren, damit die Leute sich selbst ein Bild machen können, steht die Emotionalität bei dieser Raffaela oftmals an erster Stelle. Das erkennt man auch daran, dass sie beispielsweise sehr ignorant gegenüber Nicht-Veganern ist, die ihr Tipps geben wollen. Hallo, ich kenne dich von TikTok. Okay. Und ich gebe dir einen Tipp. Also bist du schon vegan? Nein. Okay, dann möchte ich deinen Tipp nicht hören, weil du bist noch der Grund dafür, dass ich Aktivismus machen muss. Dankeschön. Schönes veganes Leben wünsche ich dir. Ja, aber ich wollte ihn noch sagen. Ich möchte keinen Tipp von Menschen, die noch schuld daran sind, dass ich diesen Aktivismus machen muss. Wie kannst du es rechtfertigen, noch nicht vegan zu sein? Gut.
Was hat sie jetzt damit erreicht? Sie möchte den Nicht-Veganern Tipps mitgeben, aber lässt selbst keine Tipps zu. Ist das der richtige Weg, um Aktivismus sinnvoll zu präsentieren? Oder wäre es sinnvoll, den Menschen zuzuhören, um dann später diese Menschen zu überzeugen mit eigenen Argumenten? Somit stößt man lediglich auf Unverständnis und auf Hass gegenüber der anderen Seite. Denn extrem viele Menschen schreiben dann Kommentare wie diese hier. Kinder müssen vor solchen Menschen geschützt werden. Durch ihre Videos habe ich echt richtig Heißhunger auf KFC bekommen. Würde mein Kind nach Hause kommen und mir sagen, dass irgendeine Tante ihm so etwas beigebracht hätte, gnade dir Gott ehrlich. Gut, der letzte Kommentar ist dumm wie Scheiße, weil sie zwingt hier niemanden, dass man sich vegan ernähren muss. Aber durch ihre emotionale Art gibt es eine umso heftigere Gegenreaktion von Menschen, die alles andere als zum Nachdenken angeregt werden. So gab es auch eine Diskussion mit einem Mann, der schon auf dem Weg ist, eventuell irgendwann Vegetarier oder Veganer zu werden. Und sie entgegnete dem folgendermaßen. Fleisch esse, dann hochqualitativ, einmal in der Woche halt. Dürfen wir einmal in die Woche jemanden töten? Nein. Kann man jemanden hochqualitativ töten, der nicht sterben will? Nein, das Tier zumindest ein schönes Leben hat. Aber rechtfertigt die Qualität vom Leben das Töten? Nein, rechtfertigt es nicht. Die Jungs haben es verstanden. Warum hast du es noch nicht verstanden, dass Nicht-Vegan-Sein nicht okay ist? Sie wollen auch nicht getötet werden. Ich habe es verstanden. Ich bin auf dem Weg dorthin. Wie viele Tiere müssen auf diesem Weg noch für dich verrecken, bis du endlich vegan bist? Null oder viele? Und das ist super schade. Der Mann, der zeigt hierbei wirklich Einsicht und anstatt diesen Punkt anzuerkennen und daran anzuknüpfen, geht sie direkt diese harte Art der Konfrontation ein. Ich meine, es ist ja nicht verkehrt zu informieren, wie schlimm die Milchindustrie ist und so weiter oder auch die Massentierhaltung ist, aber sie schreckt mit diesen Aussagen vermutlich sehr viele Menschen ab, die vielleicht auf dem Weg bis hin zum Veganismus sind. Und deshalb muss ich vermutlich Ahmad das erste Mal recht geben, denn er sagte in seinem Video Folgendes dazu. So hart man auch Massentierhaltung kritisieren muss und so hart sie auch recht hat mit dem, was sie eigentlich sagen will, ist ihre Art und Weise der Herangehensweise an der ganzen Geschichte hart falsch. Fein hast du das gemacht. Fein. Ja, sehe ich genauso. Würde sie nämlich rein faktenorientiert sprechen und die Menschen ausschließlich mit ihren Argumenten überzeugen, dann gibt sie natürlich auch deutlich mehr Anregung zum Nachdenken und dementsprechend entscheiden sich vielleicht Leute, ey, ich werde vielleicht doch nicht so viel Fleisch konsumieren in nächster Zeit. Jedoch fühlen sich einfach durch die ganzen Videos und auch die Herangehensweise, wie sie mit den Menschen spricht, viele Leute sehr stark provoziert und wollen dann mit Absicht noch mehr Fleisch essen, um sie noch stärker zu triggern. Und das ist tatsächlich wirklich schade. Tatsächlich habe ich mir bis vor kurzem wirklich gar keine Gedanken zum Fleischkonsum gemacht. Ich bin wirklich bis August sehr regelmäßig zu irgendwelchen Burgerketten gegangen und habe mir dort einen Burger nach dem anderen reingefressen, bis es mir schlecht ging. Durch Eigeninteresse und auch aufgrund der Videos von Robert Mark Lehmann wurde mir dann die Dokumentation Dominion vorgeschlagen. Und ich sage euch mal eins, jemand, der eigentlich vor nichts zurückschreckt, der auch immer mal einen Horrorfilm geschaut hat und das jetzt nicht so schlimm fand, der hat wirklich bei dieser Dokumentation Angst bekommen. Angst, zu was der Mensch in der Lage ist, Tieren anzutun, damit sie dann für wenige Euros in der Fleischtheke landen und teilweise sogar vergammeln. Also, das ist wirklich harter Tobak, sowas habe ich noch nie gesehen und ich bitte euch, solltet ihr euch wirklich dazu entscheiden, auch diesen Film oder diese Dokumentation anzuschauen, macht das mit einer anderen Person, denn alleine können das wahrscheinlich nicht alle verkraften. Und ich kenne es noch selbst von mir. Immer wenn ich gehört habe, dass ein Veganer oder ein Vegetarier von seinem Nicht-Fleischkonsum jemanden überzeugen wollte, bin ich dem entgegnet mit Ignoranz und habe gesagt, ey, jetzt wird sich gerade noch ein extra Steak gegönnt. Mein Bruder hat sich zum Beispiel immer mal wieder vegan oder auch vegetarisch ernährt und ich habe ihn in der Familie immer wieder belächelt und auch teilweise dumm gemacht. Doch wenn man jetzt wirklich mal aus Eigeninteresse solche Dokumentationen anschaut, was dort wirklich passiert, ohne dass emotional drauf eingegangen wird, dann regt das noch viel mehr dazu an, sich darüber bewusst zu werden, welche Industrie man dort eigentlich unterstützt. Und ich bin euch ehrlich, seitdem ich das in dieser Form von Dominion angeschaut habe, ernähre ich mich deutlich bewusster. Ich bin zwar kein Veganer, aber ich achte viel mehr darauf, was ich konsumiere und wie ich es konsumiere. Mittlerweile gibt es nämlich so viele Produkte, die Fleisch ersetzen können, dass ich es als Person nicht mal nötig hätte, überhaupt auch nur im Ansatz Fleisch konsumieren zu müssen. Zum Beispiel haue ich mir an meine Nudeln mit Soße immer Fleischwurst dran. Das habe ich so von der Familie kennengelernt und das ist gefühlt schon eine Tradition, dass ich mir dort Fleischwurst dran baller. Mittlerweile nehme ich mir aber die Ersatzvariante und ich dachte immer, naja, das vegane Zeug, das schmeckt doch eh nicht, das ist doch kein richtiges Fleisch, das kann es gar nicht ersetzen. Aber doch, das kann es komplett ersetzen, weil es schmeckt genauso. Ich möchte mit diesen
diesen Sachen, auch mit diesen Aussagen, wirklich niemanden irgendwie was vorschreiben, wie er zu leben hat. Aber ich will euch aufzeigen, dass dieser Fleischgeschmack definitiv zu ersetzen ist, auch wenn ich genau diesen Punkt damals abgestritten habe. Bei Wiener, Cordon Bleu oder auch ganz vielen anderen Sachen schmecken die Produkte genauso, nur halt in der veganen Variante und niemand musste dafür sterben. Man muss sich wirklich nur mal drauf einlassen und es probieren und nicht direkt abstempeln mit, naja, das schmeckt ja eh nicht nach Fleisch. Doch, es schmeckt wirklich nach Fleisch. Ich wusste es damals auch nicht und deswegen habe ich genau den gleichen Scheiß erzählt. Das ganze Problem an der Sache ist einfach noch, dass das Sortiment zu klein ist und die veganen Produkte sind teilweise einfach deutlich teurer als die tierischen Produkte. Jedoch ist halt einfach rein logisch gesehen Veganismus nicht mal verkehrt und der Mensch ist nun mal schlau genug, Verständnis und Moral zu haben, über seinen Konsum sinnvoll nachzudenken. Das können ja beispielsweise Tiere nicht. Jeder muss letztendlich aber selbst abwägen, wie und ob er den Fleischkonsum unterstützen möchte. Deswegen mit dem Tieren, das kann man nicht mit einem Menschen gleichsetzen, denn es wird immer mal wieder geschrieben, ja, aber eine Katze isst auch Vögel und nicht Pflanzen. Ist halt Quatsch, weil ein Mensch nicht instinktorientiert irgendwelche Tiere töten muss, um davon zu leben. Was aber auch großer Quatsch ist, ist Ahmads Aussage in seinem Video dazu. Ich meine, nachdem ich ihn jetzt hier irgendwo auch mal zustimmen musste, muss ich dann auch mal wieder die Gegenseite aufzeigen, denn da hat er ziemlich großen Schwachsinn erzählt. Denn Ahmad versteht offensichtlich Angebot und Nachfrage nicht. Aber sobald du es kaufst, generierst du Nachfrage, um noch so eine Leiche zu kriegen. Kurz und knapp, diese Frau glaubt wirklich, dass wenn sie vegan ist, also sie laut dem logischen Wirtschaftssystem Angebot regelt die Nachfrage, was ja eigentlich in der Tat so ist, dass wenn sie vegan ist, die Nachfrage, das Angebot aufhört, weil sie ja kein Fleisch mehr isst. So funktioniert das aber leider nicht. Auch wenn jetzt, wie es auch gerade passiert, Millionen von Menschen vegan werden, weil es zum Trend geworden ist, wird immer noch sogar noch mehr Fleisch verzehrt und noch mehr Fleisch produziert und verkauft. Das liegt einfach daran, dass wenn ein paar Leute vegan werden, das Angebot nicht sinken wird. Ganz im Gegenteil, das Angebot steigt sogar. Es macht keinen Sinn, was sie sagt an vielen Stellen. Wo fange ich an? Also, da ist wirklich alles falsch. Also ja, Angebot und Nachfrage existiert auf dieser Welt definitiv. Wenn etwas viel verlangt wird, wird es auch genauso viel produziert, wenn nicht sogar noch ein Stück mehr. Essen jetzt 2 Millionen Menschen 100 Kilo Fleisch im Jahr, dann gibt es auch eine millionenfache Fleischproduktion. Laut Ahmad ist es jetzt aber so, dass es beim Fleischkonsum anders ist. Wenn jetzt nämlich laut ihm die Menschen nur noch 10.000 Kilo Fleisch essen wollen, dann würde nun laut ihm die Industrie ganze 10 Milliarden Kilo Fleisch produzieren. Merkst du selber, dass die Aussage dumm bis zum geht nicht mehr ist, oder? Natürlich existiert Angebot und Nachfrage genauso in der Fleischindustrie. Ahmad ist halt genauso ein Experte, der zu argumentieren versucht, aber sich nicht davor schlau macht, ob die Sachen, die er erzählt, überhaupt richtig sind. Was bleibt mir am Ende des Videos hierbei noch zu sagen? Jeder sollte sich im Endeffekt selbst darüber Gedanken machen, ob der Fleischkonsum, den er selbst unterstützt, richtig oder falsch ist und in welcher Form das vielleicht besser gemacht werden könnte. Aktivismus ist auch keine verkehrte Sache, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Den Aktivismus aber auf eine so emotionale Art und Weise rüberzubringen, dass teilweise beleidigt wird, das empfinde ich definitiv für falsch. Man muss aber auch gestehen, dass Raffaela nicht in jedem Video so ist und auch normal darüber aufklärt. So bringt sie auch Jugendlichen mit einfachen, anschaulichen Bildern bei, was bei dieser Produktion falsch läuft und das ist auch gut so. Wenn sie diese Schiene weiterfährt und sie nicht mit beleidigenden Sprüchen entgegenkommt, dann würde ich das definitiv als legitim einstufen, denn was hat man dann eigentlich für einen Nachteil, außer dass man vielleicht ein paar Informationen über die Massentierhaltung mitbekommt. Denn dann wird man nämlich wirklich auf die Missstände aufmerksam und das ist erlaubt und auch gleichzeitig in Ordnung. Was aber absolut gar nicht geht, das ist Gewalt und das ist die Relativierung von Gewalt. Und dass es ernsthaft Leute gibt, die aufgrund ihrer Videos ihr in den Nacken schlagen, gehört angezeigt und bestraft und nicht auch noch befürwortet. Und ich habe wirklich keine Toleranz gegenüber diesen Menschen, die in den Kommentaren auch noch schreiben, dass die Gewalt in Ordnung ist bei ihr. Es ist wirklich absolut traurig, wie weit Menschen gehen und ich bitte jeden Einzelnen, wenn euch solche Aussagen oder solche Videos nicht passen, dann argumentiert sachlich dagegen. Versucht die Leute vom Gegenteil zu überzeugen und alles ist gut, damit hat niemand ein Problem. Aber bleibt dabei, bitte menschlich, respektvoll und verhaltet euch nicht wie hirnamputierte Vollassis, die auf einmal mit Gewalt reagieren. Das wäre mir definitiv eine Freude und mir wäre es auch noch eine Freude, wenn ihr jetzt noch ein Abo da lassen würdet auf meinem Kanal und gleichermaßen würde es mich freuen, wenn ihr mir jetzt noch auf Instagram folgt. Ich heiße dort echter Alpha Kevin, der Link dazu ist in der Beschreibung und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen. Euer Alpha Kevin und ciao. Wenn ein paar Leute vegan werden, das Angebot nicht sinken wird. Ganz im Gegenteil, das Angebot steigt sogar. Ein Sieg funktioniert natürlich ganz einfach, indem man den Gegner schachmatt setzt. Und Ahmad ist schachmatt.